Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind immer noch auf der Suche nach der letzten Pestblut. Ja, der Bruder wurde wohl auf dem Weg von Banditen überfallen. Einen von diesen haben wir natürlich verfolgt bis zum Lager. Haben auch schon 2 der 3 Pestblut, die wir brauchen, bekommen. Aber genau, die wollen wir in dieser Episode finden. Leinenschuhe, ja. Sind leider nichts für uns. Vorne ist wieder eine Kiste. Tja, so ganz verstehe ich das immer noch nicht. Ja. Und sozusagen quasi gar nicht. Eigentlich. Echt nicht. So. Was ich da mache und warum, das erschließt sich mir noch nicht. Hier vorne haben wir das Pestschild. Genau, wir könnten jetzt natürlich umkehren. Allerdings sind wir hier draußen gerade und da oben sind Kisten und ein Schrein und ja, noch mehr tolle Sachen. Talentbuch Gemmenschleifen. Was bedeutet das? Über die göttliche Arbeit. Ich habe die Hand Mitarus gesehen in der Vielfalt des Lichts und der Linien einer Gemme. Ein sorgfältig geordnetes Gleichgewicht, sodass die Struktur des Lichts selbst im Körper der Gemme wiedergespiegelt wird. Es ist wundervoll, so ganz anders als die Makelhaftigkeit der Pflanzen und Tiere dieser Welt. Es gleicht am ehesten den Sternen selbst. Nein, geordneter noch ist es, da der Himmel, von den Sternbildern abgesehen, bar jeden Musters ist. Die Linien einer Gemme sind die reinste Form, die es in der Welt gibt, denn sie reißen von Punkt zu Punkt ungebrochen, ohne die geringste Abweichung. Ja, diese Scherben und Gemmen sind das Werk Mitarus und wir sind weise, dem göttlichen Rat der Ordnung in ihnen zu suchen. Eieiei, das ist ja ganz schön viel Text. Das lese ich euch jetzt nicht alles vor. Hat sich ja auf jeden Fall gelohnt, für uns das Buch zu lesen. Können wir es nämlich jetzt auch dem Plunder hinzufügen, weil dadurch. Nee. Nee. Techniken? Nee. Talente. Haben wir jetzt Gemmenschleifen 1. Also dafür hat es sich ja allein schon gelohnt, hier hochzurennen. Was haben wir hier oben? Noch ein Haus. Die Mission Sandhädwin. Die betreten wir doch auch. Ah, hier gibt es dann sogar auch eine Aufgabe. Reden wir doch erstmal mit Bruder Udo. Bei Mitaru. Ich sorge mich um Bruder Fallon. Er ist nicht wie vereinbart zurückgekehrt. Er wurde bald getötet. Er ist tot? Du meine Güte. Tja, dann ist er jetzt bei Mitaru. Ich frage nur ungern, aber habt ihr seine Gebetskette an euch genommen? Nicht auszudenken, wenn er sie noch bei sich hätte. Ja, die habe ich ja aufgenommen, von daher. Warum? Ja, das sind sie. Er ist also tot? Nun, dann weilt er jetzt wohl bei Mitaru. Wir haben eine Tradition, wisst ihr? Anstatt Gebetsketten zu bestatten, geben wir sie an andere Gläubige weiter. Wie ist es? Glaubt ihr an Mitaru? Mein Wort reicht euch dafür? Ihr habt bisher gut und ehrenvoll gehandelt.
Es wäre falsch von mir, euch jetzt zu misstrauen. Was ist denn Mitarus Bekenntnis? Um die Kräfte der Ordnung und des Guten zu ehren und zu bewahren. Unsere religiöse Mission ist es, das Chaos und das Leid unter Mitarus Hammer zu zermalmen. Ja. Mitaru ist kein eifersüchtiger Gott. Ihr bleibt ein Kind des Ordens, wenn ihr Gutes tut. Behaltet die Kette und tut, was ich euch sage. In jeder Mission, bei Odwig, Eadrig und bei uns, gibt es einen Schrein, der Mitaru geweiht ist. Sprecht an jedem Schrein ein Gebet und Mitaru wird eurer Gebetskette große Stärke verleihen. Okay. Ja. Möge Mitaru euch immer hüten und leiten. Ja, ich denke, ich verlasse dann noch mal das Gebäude. Ich soll ja hier überall jetzt so ein Gebet sprechen an dem Schrein. Dann machen wir das doch als erstes mal an diesem Land Odwig. Ja, da war ich ja eh am Überlegen, eventuell einmal wieder zurückzukehren. Das müsste doch eigentlich das da vorne sein, oder? Ja, wir gehen auf jeden Fall erstmal nach Gorhard, weil wir müssen, oder können ja der Witwe eigentlich jetzt sagen, ey du, dein Mann lebt noch. Der ist nur total verkrüppelt. Aber sind wir so ehrlich? Ich denke, wir reden sie auf jeden Fall an und schauen, welche Aufgaben uns sozusagen hier dann welche Antworten uns hier zur Verfügung stehen. Können wir mit ihr reden? Oho, Gisela. Ich hoffe, ihr bringt gute Nachrichten. Obwohl ich weiß, dass ich kindisch war, habe ich mich dennoch an die Hoffnung geklammert, ihr werdet etwas Neues erfahren und ihr werdet tatsächlich tun, was ihr versprochen habt. Sagt es mir, was habt ihr erfahren? Ja, ich weiß, was geschehen ist. Und was ist geschehen? Bitte. Ich sag die Wahrheit. Möge Mitaru euch schützen. Ihr habt mir wieder Hoffnung gegeben. Dafür hat Kampen die ganze Zeit gekämpft, nicht wahr? Für die Hoffnung, dass der Frieden irgendwann zu uns allen zurückkehrt. Hat die außer blaue Zähne? Vielen Dank. Bitte nehmt dies. Es ist nicht viel, aber mehr hat die Frau eines Müllers, der Soldat geworden ist, nicht. Ich gehe jetzt zu Kampen. Ich werde ihm zeigen, dass nichts das Band zwischen uns zerstören kann. Nicht der Krieg. Nicht die Zeit, nicht die Entfernung. Leb wohl. Wiedersehen. Riesenstunden. So, Rüstung. Raffinesse. Es gibt ja leider wenig Rüstungen, die wirklich nur Macht erfordern. Brief am Grab. Nee, den nehme ich jetzt mal nicht mit. Wir haben jetzt ja hier noch unsere andere Aufgabe. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt dieser Kampen wirklich darüber so froh ist. Den Schrein angrabeln. Genau. Und dann nehmen wir doch die Aufgabe und reisen eben zurück nach Didenhill. Ja, dadurch, dass ich jetzt natürlich so viele Schnellreiser teilweise benutze, brauche ich mich jetzt durch die Gebiete nicht kämpfen. Wäre natürlich sicherlich nochmal ein bisschen extra Erfahrungspunkte, vermutlich auch ein bisschen extra Gold.
Aber ich hoffe, dass sie auch so vorankommen. Ah, ich habe es eigentlich gerade genau falsch gemacht. Ich hätte eigentlich dort mal zuerst wahrscheinlich im Ort mal gucken können, ob ich nicht vielleicht die Sinnesschärfe noch weiter steigern kann. So, dann gehen wir zur Heilerin rein. Und dann geben wir ihr doch die Lieferung. Na, wurde Fallon tot auf der Straße? Oh, was ist nur aus dieser Stadt geworden? Wenigstens habt ihr das Pestschild. Das wird reichen. Eine Weile jedenfalls. Danke. Danke und seid gesegnet. Jo. Falls ihr jemals geheilt werden müsst, kommt zu mir. Okay. Geht momentan nicht. Kannst du mir was zu dieser Luminiza sagen? Tja, sie hat sich keine Freunde gemacht, als sie herkam. Ich weiß nicht, wer unvernünftiger war. Sie oder die Handwerker? Und wisst ihr, was ich mich frage? Warum hat sie es nicht kommen sehen? Okay. Das war's auch, glaube ich, erstmal. Macht euch schon auf den Weg. Wir haben Stufenaufstieg, ja. Aber ja, hier ist auch Willrendig. Arbeit für die Kriegsgeweihten? Sehr gut. Das Gold wird langsam knapp und meiner Mutter geht es nicht gut. Auf zur Wächterbrücke. Wächterbrücke? Die Brücke mitten in Lorcarana? Geht von hier aus nach Norden, dann nach Osten und folgt schließlich der Straße nach Süden. Aha. Kannst du mir was über deine Mutter sagen? Das Pestschild hat geholfen, aber wenn ich die Heilerin frage, für wie lange, weicht sie meinen Blick aus. Okay. Du bist ein Diese bescheidene Arbeit ist eine Ehre. Und es musste bereits genug Elend erfahren, also diene ich in der Miliz und tue, was ich kann. Okay. Miliz? Jeder, der fähig genug ist, muss in ihr dienen. Und da die Kriegsgeweihten wissen, wie man kämpft, werden wir normalerweise als Erste gerufen. Ja, macht Sinn. Ja, ich denke, das Leb war's wohl, Mutter. Dann. Es ist nicht für lange. Gehe ich doch mal eben einmal kurz nach oben, damit ich in Ruhe meinen Stufenaufstieg begehen kann. Ach, so. Nee, die war nicht abschließen. Wohl. Kaufmannskappe, Bauernkammer. Gut, die Magiescheibe nehmen wir mit den Rest nicht. So, dann gehen wir raus. Ups. Also wohl ein bisschen weit die Treppe nach unten gelaufen. Dann gehen wir wieder hoch. Und gehen jetzt so raus. Und kümmern uns dann um den Stufenaufstieg. Ja, und dann ist die Frage, was machen wir? Hauptquest folgen? Der Gruppierung folgen? Wiedenhill helfen, hier einen Händler finden. Ah, da ist die Wächterbrücke im nächsten Gebiet in Lorcarana. Na, ich möchte eigentlich jetzt schon ungern das Gebiet wieder verlassen, weil ich hier eigentlich noch genug zu tun habe. Aber machen wir erstmal den Stufenaufstieg. Es gibt wieder hier einen Punkt zu verteilen. Den packe ich, glaube ich, in Sinnesschärfe. So, hier gibt es jetzt dann 3 Punkte. Was haben wir denn hier? Diese Schildsache, mehr Leben, macht auf jeden Fall mehr Sinn. Ah, und wir haben jetzt hier neue Sachen freigeschaltet. Erschütternde Macht. Du beherrschst die Kunst stumpfer Verletzungen und verursachst höheren Schaden gegen betäubte Gegner. Hier hätten wir Nachbeben. Aha, mehr Schaden. Unerbittlicher Ansturm. Okay, dann könnten wir Unterbrechungen zwischendurch sozusagen verringern.
Speerwache. Das hier ist das Dorf Fiedenhiel. Wie ich schon erwähnt habe, bräuchte ich eigentlich mal einen Händler. Hier ist der. Seid ihr wegen der Gewerbe? Ah, ich bin hier, um Geld zu machen. Dann geht's in die Gewerkhalle. Vermutlich eine Handwerkshalle. So deute ich zumindest mal den Namen. Hier gibt es auch wieder eine Aufgabe für uns. Von daher war es wohl eine ganz gute Idee, hier auch mal eben vorbei. Hallo? Hier ist Mordokai. Die Trankvorräte der Miliz sind aufgebraucht. Und wir haben vor etwa einem Monat unseren Alchemisten verloren. Mhm. Also ist es jetzt an mir, für Nachschub an Reagenzien zu sorgen und die Tränke zu brauen. Irgendwie. So schön. Was braucht ihr denn? Unser größtes Problem sind die Boggarts. Und gegen sie hilft am besten Feuer. Was wir also brauchen, sind Feuertränke. Aus Zunderzweig und Napolsborke. Man findet sie im Glendara-Wald, aber für jemanden wie mich ist es dort viel zu gefährlich. Okay, Feuertüte. Das ergibt doch Sinn, denkt ihr nicht? Sie sind immerhin hölzerne kleine Dinger. Hm. Ja, macht schon Sinn. Ich beschaffe euch die Reagenzien. Ihr scheint tatsächlich zur tapferen, heldenhaften Sorte zu gehören. Nun denn. Das Dorf verfügt über die entsprechenden Mittel. Zunderzweig findet man häufig auf diesem höhlenartigen Pass südlich des Sees. Und Napolsborke gibt es in den Ruinen im nördlichen Glendara-Wald. Okay. Und was ist mit der Alchemistin passiert? Oleander ist fort und hat sich umbringen lassen? Armer Kerl. Mehr Genie als Verstand, habe ich immer gesagt. Was ist denn diese Gewerkhalle? Wir Handwerker arbeiten dort und wohnen größtenteils auch da. Olin und Cora wickeln den Warenverkauf ab. Was kannst du mir zu Kester Barfi sagen? Fiedenhiels Wächter und ein Kriegsheld. Ich glaube nicht, dass irgendjemand unsere Probleme besser gelöst hätte. Ja, das glaube ich. So. Dann rede ich doch mal mit Wollt ihr schmieden oder alchemistisch tätig sein? Ihr dürft gerne unsere Einrichtungen benutzen. Ich möchte gerne als erstes meinen Wunder verkaufen. 11.000, das ist schön. 4.000 war das. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Kann ich euch helfen? Nö. Ich gerade. Ich habe jetzt 15.000. Ich könnte natürlich zur Schildringfeste gehen. Ja. Und dort Schmiedekunst lernen. Oder ich guck mal eben kurz die Straßenpatrouille. Ja, wie gesagt, an der Wächterbrücke melden. Wir müssen dann für Fallons Gebetkette hin. Unten. Will ich jetzt noch nicht unbedingt hin. Den Dolch, Schatten der Vergangenheit. Das ist auch weiter südlich. Wir hatten ja doch aber noch längst überfällig. Ja, ich glaube, mit dem Schmiedekunstlernen warten wir einfach noch ein bisschen. Wir sammeln jetzt einfach mal ein bisschen mehr Gold gerade an und leveln noch ein bisschen. Und dann gucken wir uns das sozusagen mal an, dass wir dann vielleicht doch mal zwei oder drei Schritte sozusagen auf einmal kaufen. Auch dieses Überzeugen klingt natürlich auch gut. Und ach, das sind so viele Sachen, die man hier machen könnte. Ach, wir können jetzt mal ins Wasser schwimmen. Und dann geht's rüber auf die andere Seite. Ich glaube, ein bisschen schneller als hier sozusagen ganz außen rum zu laufen.
eins dieser schmierigen Bücher wohl finden. Ah, hier ist die Lumitisa, über die wir schon so ein bisschen was gehört haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, vermutlich auch eine Schicksalsweberin. Vielleicht hat sie in ihrem Schicksal gelesen, dass sie beklaut wird. Da sieht man auch sehr leicht, wenn man dann los von Schalter. Gut, dann gehen wir doch nach unten. Und reden mit Lumi. Bruder Fallon ist also tot? Und ich dachte, schlimmer könnte es nicht mehr kommen. Das bedeutet, dass Astrid früher oder später das Pestschild ausgehen wird. Ich kann sie damit versorgen. Das Dorf war nicht immer freundlich zu mir, aber vergessen wir das. Betrachtet es als meinen Olivenzweig. Ja, okay, gut. Das halt Schicksalsweberin 1700. Ui. Ja, Schicksalsweberei, was kannst du mir dazu sagen? Es ist keine Hexenkunst, wie die Dorfbewohner glauben. Ich lese nur die Fäden des Schicksals und damit kommen eben einige nicht zurecht. Was kannst du mir denn zu Agathe sagen? Ihr kennt diese Laus also? Ich auch, schon eine ganze Weile. Noch bevor die Schicksalsweberei eine derart brotlose Kunst wurde. Der gute alte Agathe. Er hat mich davor gewarnt, was zu viel Wahrheit anrichten kann. Ich hätte besser auf ihn hören sollen. Ja, er scheint ja nicht ganz falsch zu liegen bei solchen Sachen. Jo, bis dann. Ja, gut. Dann hätten wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten entweder jetzt für diesen leichten Feuertrank die Zutaten besorgen. Das wäre eigentlich ganz gut, weil dann könnten wir auch irgendwann mal wirklich Alchemie auch mal vielleicht ein bisschen angehen. Was haben wir denn? Flammen sammeln. Na, gucken wir mal ganz kurz. Ist gut. Ja, aber ich brauche da noch die Zutaten. So ganz verstehe ich das gerade nicht. Was brauche ich denn dafür an Zutaten? Zunderzweig und Nabholzborke. Haben wir das schon? Meine Alchemie-Sachen. Da kann es ja nicht sein. Ah, okay. Das müsste doch alchemistische Rezepturen. Ach, Reagenzien-Sack. Napalsborke. Was war das andere? Sonderzweig. Ach, haben wir schon alles. Ja. Wie praktisch. Wie praktisch. Ja, dann macht es sich doch auch echt mal bezahlt, dass wir in der Regel immer jeden Scheiß mitnehmen. Um es mal so auszudrücken. Und dann gehen wir eben ins Dorf zurück. In diese Handwerkshalle. Die Boggarts übertragen die Blutpest. Ja, das haben wir alle schon. Und dann stellen wir doch einfach mal den Trank her.
Seid vorsichtig. Und dann gucke ich mir zwischen den Episoden einfach mal an, was ich eventuell sonst an Trinken herstellen kann. Wie gesagt, ja, ich schummel da sozusagen ein bisschen. Ich gucke mir einfach online mal an, was ich da eventuell zusammenschmeißen muss, um sowas wie einfach einen Heiltrank oder so herzustellen. Kester und Cora, das sind die Säulen, die unser Dorf am Leben. Achso, wo ist denn jetzt mein Alchemielabor? Da. Gut, dann gucken wir uns das nochmal eben ganz kurz an. Napalsborke und Zunderzweig. Einfache Brandsalbe, ein Trank, der deinen Feuerschaden verstärkt, kann am Labortisch mit den folgenden Reagenzien gemischt werden. 2 Zunderzweig, 1 Napalsborke. Hat das schon gereicht? Kester und Cora, das sind Zunderzweig, das am ehesten im Eisengriffstieg zu finden ist, sowie Napalsborke, die es in der Nähe der Ruinen im nördlichen Glendara-Wald gibt. Hier ist ein Feuerschadentrank. Nun, das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Hier, nehmt dies für eure Bemühungen. Ah, 292 Gold. Das ist doch schön. Gegen Bogarts hilft am besten Feuer. Der alte Oleander hatte einen hervorragenden Trank für diese Zwecke. Ich kann eine primitive Variante davon herstellen, wenn ich die entsprechenden Reagenzien habe. Gut, dann ach, ich muss da jetzt noch mehr. Echt? Eigentlich habe ich dem noch gerade so einen Trank gemacht. Ganz merkwürdig. Ja, das muss ich mir noch auf den Kopf gehen lassen, was da jetzt nicht so ganz geklappt hat. Ja, ich brauche mehr Zunderzweig. Ja, dann sind wir in der nächsten Runde. Ihr seid in diesem Spiel immer willkommen. Oh, das weiß ich. Oder wir tun uns vielleicht, worauf ich auch, glaube ich, ein bisschen Lust hätte, als wäre dann etwas actionreicher, wir begeben uns zu den Höhen von Coldsbane, wir würden vielleicht vorher noch zu Grim Onweg gehen und ja, erforschen die und säubern die entsprechend in der Hoffnung, dass dann ja, diese Flut von Boggarts nachlässt. Ja, aber das überlege ich mir bis zum Beginn der nächsten Folge und sag erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.